Ja, moin zusammen. Heute melden wir uns mal aus dem Büro. Vier aus der Firma Matching GmbH. Das positive Feedback von unserem letzten Video, wo ich da nachts mit der Spritze unterwegs bin, stellte uns in den Fokus, dass wir die ganze Landwirtschaft mal so ein bisschen näher repräsentieren wollen und ich auch Interesse daran habe, dass die Leute vielleicht mal verstehen draußen, was wir überhaupt machen, warum wir das machen und so weiter. Und deswegen haben wir, also mein Chef und ich, Thorsten Menching, uns dazu entschlossen, das Ganze mal so ein bisschen zu dokumentieren. Und genau, wir hauen jetzt einfach mal frei raus, was jetzt so ansteht, was gemacht wird, warum wir das so machen, wieso, weshalb. Und deswegen starten wir jetzt mal im Büro. Also das ist die Hälfte meiner Arbeitszeit geht hier drauf, sagen wir mal. Die Bürokratie ist ja enorm geworden in der Landwirtschaft. Wir müssen alles heutzutage dokumentieren und so weiter. Die neuen Gesetze, sei es Düngeverordnung, irgendwelche Herbizide, Fungizide, wurden wieder die Zulassung entzogen und so weiter. Das macht uns das Leben, oder ja, meinen Berufskollegen und mir, macht uns das Leben mit Sicherheit nicht einfacher. Und das wollen wir den Leuten jetzt draußen mal so ein bisschen vermitteln. Weil letztendlich sind wir diejenigen, die dafür sorgen, dass ihr was zu essen auf dem Tisch habt. Und wenn uns da immer mehr Steine in den Weg gelegt werden, ne, dann wird es auch irgendwann mal schwieriger, die ganze Sache hier zu managen. Ne? Sei es vom Geld her, sei es vom Aufwand her und so weiter. Deswegen stellen wir das Ganze jetzt mal da. Fangen jetzt mal mit meiner Person an, also zu mir. Ich bin 27 Jahre alt, habe 2011 meine Lehre zur Fachkraft Agrarservice gemacht, bin jetzt noch mit dran, noch eine Maisarbeit hinterher zu legen und bin bei der Firma Menching zuständig für die Landwirtschaft und den Ackerbau. Ja, mein Aufgabenbereich ist sowohl Büro als auch draußen, das praktische Arbeiten. Ich bin lieber draußen als im Büro, aber das ist eine andere Sache. Gehört leider dazu heute. Ja, morgens geht es meistens los, Einteilung der Leute. Landwirtschaft ist ja nun mal ziemlich spontan, absolut wetterabhängig. Feiertage und so spielt keine Rolle bei uns, ist auf Deutsch gesagt scheißegal. Es muss dann gearbeitet werden, wenn das Wetter danach ist. Das ist schon mal das Erste und das erfordert viel Durchhaltevermögen. Man muss den Beruf leben, weil ansonsten wird's nichts, ne? Auf gut Deutsch gesagt, ist einfach so. Ne? Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass andere Berufe, ich bin auch mal im anderen Beruf gewesen, kommen wir später mal drauf zu, dass die so viel Engagement fordern. Ne? Also es kommen Tage vor, da ist mit 22 Stunden ist der Tag gerade voll, ne? So, um es mal so auszudrücken. Und dann hast du natürlich bei Regentagen, bei Scheißwetter auf Deutsch gesagt, da wo du dann mal wieder drin sitzt. Ne? Dann sitzt man mal wieder im Büro, muss den ganzen Klatsch, den man draußen gemacht hat, wieder nacharbeiten. Ist nicht so einfach. Deswegen haben wir gedacht, wir machen das Ganze mal so ein bisschen für euch einfach dargestellt. Ich versuche viel zu erklären, um auch nicht irgendwie mit großartigen Fachwörtern zu schmücken oder so. Also einfach mal so, dass es jeder mit nachvollziehen kann. Damit starten wir jetzt mal im Büro und ich würde anfangen in meinem nächsten Blog mit dem ganzen Aufbau von der Firma, mit welchem Programm wir arbeiten, warum wir damit arbeiten. Digitalisierung in der Landwirtschaft spielt damit überall eine Riesenrolle. Ist verdammt wichtig. Und erleichtert uns das Leben auch, ne? Weil es ist ja mittlerweile so, dass wir nicht mehr viele kleine Betriebe haben, sondern immer mehr große Betriebe. So, wir selber bewirtschaften 300 Hektar konventionell, 60 Hektar Bio und haben halt noch viele Kunden, die wir, sagen wir mal, auch mit im Pflanzenbau zum Beispiel mit beraten, für die auch den ganzen Pflanzenbau abnehmen und so weiter. Das gehört auch alles dazu und es wird immer mehr und immer mehr. Den kleinen Landen wird ja auch immer mehr Steine in den Weg gelegt und die Leute sagen meistens nur noch, wir haben keine Lust mehr, wir verpachten es, kriegt genauso gut Geld und habt mit dem ganzen Rattenschwanz an Bürokratie, der uns in den Weg gelegt wird, nichts mehr zu tun. Die kann ich nachvollziehen. Ist natürlich dann das andere wieder, dass die Größenbetriebe immer größer werden. Die haben immer mehr Personal, immer mehr Schlagkraft, Maschinen werden größer. Das sind alles Sachen, die damit auch zusammenhängen. Ne? Und was aber auch nicht unbedingt schlechter sein soll, um nicht falsch verstehen. Aber Landwirtschaft ist sehr schwer geworden in Deutschland und vielleicht habt ihr dann ein bisschen mehr Verständnis dafür, warum manchmal alles so auf Schlag geht und warum, wieso, weshalb und warum wir das Ganze so machen. Deswegen würde mich freuen, desto mehr Leute uns jetzt folgen. Wir starten jetzt richtig durch mit der Serie und wollen das Ganze jetzt mal dokumentieren. Wir werden auch mal einen Arbeitstag komplett von mir versuchen festzuhalten. Dann werde ich mal einzeln auf Maschinen eingehen, wie das Ganze zusammenhängt. Dann werden wir nochmal ins Feld marschieren. Warum, wieso, weshalb fährt er jetzt schon wieder mit der Spritze los? Dann einfach mal eine Pflanze in der Hand nehmen, draufschauen. Wieso, weshalb? Ja, okay, deswegen macht er das. Und einfach mal so ein bisschen mehr Verständnis dafür reinkriegen, ne, dass die Leute da mal wissen, warum wir das Ganze machen. Weil es heißt nicht immer, wenn der mit der Spritze losfällt, dass der irgendwelches Gift in der Spritze hat. Das kriege ich schon viel zu viel, wenn ich das höre. Pflanzenschutzmittel sind es erstens, fangen wir schon mal damit an. Und
Wollen wir mal sehen, dass das so klappt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns folgt und uns ja, unterstützt. Vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis dafür hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Firma Mensching, wir schaffen was.